Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. What the fuck? Bevor das Video richtig losgeht, eine Sache, die ich gerne loswerden möchte. Und zwar verkaufe ich aktuell meine Yeezy Boost Cream Ride V2. Die sind Größe 39, ein Drittel und die sehen wirklich aus wie neu. Bis auf die Sohle ist nichts abgenutzt an diesem Schuh. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt mir bitte unbedingt auf Instagram, da heiße ich broken.justus und meldet euch bei mir, weil ich die gerne loswerden würde. Wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr denn, wenn sie verkauft sind und wenn dann eventuell etwas Neues kommt. Deshalb seid gespannt. Und jetzt geht's los mit dem Video. Und zwar, wie einige von euch vielleicht wissen, hatten die Lochis diese Woche ihr Abschlusskonzert und beziehungsweise letzte Woche, ich glaube letzten Samstag. Und ich persönlich habe sie früher mega unterstützt. Ich habe auch die Zwilling 18 Box und ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Box habe. Die Zwilling 18 und die Schwarz-Weiß Zwilling 18 Box. Ich weiß nicht mehr ganz, was der Unterschied war, aber die zwei habe ich auf jeden Fall. Und da habe ich mir als erstes gedacht, hole ich mir jetzt die Kapitel X Box, ja oder nein? Und dann denke ich mir so, naja, das ist deren letztes Kapitel als die Lochis. Und ich habe sie damals immer mega unterstützt und deshalb dachte ich mir, warum nicht noch ein letztes Mal unterstützen, bevor sie quasi aufhören? Die sieht schon sehr schick aus, muss ich sagen. Sie. Und hier ist das gute Stück. Die Lochis Kapitel Xbox. Boah, das ist so krass. Ich habe so viel mit denen erlebt. Das ist auch der Hauptgrund eigentlich, warum ich mir diese Box gekauft habe. Weil alle anderen würden sich so denken, Bruder, du bist 19 Jahre alt. Warum kaufst du dir, vor allem als Kerl, eine die Lochis Box. Leute, ich unterstütze sie seit 2012, 2013. Seitdem kenne ich die und durch sie habe ich mit YouTube angefangen. Deshalb, Leute, seid froh, dass ich die überhaupt kenne, weil durch die habe ich mit dem Ganzen angefangen. Und hier vorne sehen wir, wie gesagt, einmal das Cover mit, Achtung, Roman und Heiko. Durch die neue Frisur von Heiko sehen die sich so krass ähnlich, weil die einfach eins zu eins aussieht wie die von Roman. Aber ja, dann steht hier auf der Seite Since 2011 und hier einmal Lochiversum. Und ich habe auch schon mir ein Unboxing dazu angesehen, weil ich wissen wollte, lohnt es sich diese Box zu kaufen oder nicht. Und zwar ist hier einmal das Album inklusive Bonustrack drauf, die Cap, eine Kette, handschriftlicher Abschiedsbrief, signierte Autogrammkarte und Klebetattoo-Set. Ich habe mir extra diesen Brief nicht in einem Video angesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt jemand gezeigt hat, aber die Cap finde ich auf jeden Fall mega nice, die hier drin ist. Die werde ich safe auch tragen. Safe. Okay, hier ist der Brief. Leute, den werde ich als letztes lesen. Es kann sein, dass ich emotional werde, weil ich kenne die schon so lange. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der Cap an. Und zwar ist hier die Cap eine ganz stinknormale weiße Basecap, wo vorne Kapitel X draufsteht. Ich würde sagen, das ist schon rot. Aber es sieht aus wie eine Mischung aus Rot und Orange und ich würde sagen, wir probieren die einfach mal direkt auf. Oh, hier drinnen ist sogar so ein Tag mit die Lochis Kapitel X. Also Leute, wirklich sehr qualitativ hochwertig, würde ich sagen. Ich muss die auch erstmal ganz eng machen, weil Leute, ich habe so einen kleinen Kopf, das ist unglaublich. So, mal sehen, wie die Cap an mir aussieht. Ich habe echt Angst, meine Haare zu zerstören, ne? Aber was tut man nicht alles für ein Video? So sieht die aus. Sehe ich jetzt cool aus, ja? Nee, aber ich würde die wahrscheinlich, wenn überhaupt, so rumtragen. Okay, so sieht es noch affiger aus. Wie gesagt, ist eine sehr, sehr schöne Cap, finde ich jetzt persönlich. Ich werde sie nicht tragen, weil die für mich, ich habe sie gerade ein bisschen zu eng gestellt, deshalb hat es echt wehgetan. Meine Haare liegen noch, ja, liegen noch, ja. So, dann geht es weiter und zwar einmal mit einer Kette, wo Kapitel X sogar draufsteht. So, wartet einen Moment. So. Wenn die lang genug ist, kann ich sie auch direkt anziehen. Ist sie lang genug und geht sie über meinen Kragen? Ich würde sagen, ja. Richtiges Talent, ich meine ernst. So, einmal ein fettes, fettes X und in der Ecke steht Hairo drauf. Kann man das erkennen? Jetzt so, ja, da steht Hairo. Finde ich persönlich eine sehr, sehr süße Idee. Also warum nicht? Ja, was ich mit dem Klebetattoos mache, weiß ich nicht. Vielleicht verlose ich die. I don't know, weil sowas finde ich persönlich jetzt nicht so cool. Was? Wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel, welche Songs hier überhaupt drauf sind. So, das ist die CD. Die sieht schon mega schön aus. Und mit den Titeln, einfach ich, blinder Passagier, blauer Haken, Fulltime-Job, nicht von dieser Welt, Killer, 2030, Fantasie, Bild von mir, Feuer, Worried, Venus vs. Mars, dein Lied, Willkommen Realität, Kapitel X und Game Over. Und Game Over ist dieser Bonus-Track. Ihr könnt ja auch nochmal die Tracklist
genauer sehen. Ich werde mir das auch gleich mal anhören. Aber ja, hier, die Lochis, das Abschlussalbum, Kapitel X. Ja, hier sehen wir eine handsignierte Autogrammkarte und auf der Rückseite die Tour. Und ich würde sagen, die Autogrammkarte kommt einfach zu dem Rest meiner Autogrammkarten. Und zwar hier hin. Wie immer, man sieht es sogar jetzt noch in dem Video, da. So, und dann lese ich jetzt mal den Abschiedsbrief. Danke. So, ich bin mal sehr gespannt. Boah, der ist sogar richtig lang. Da ist sie. Deine Albumbox von unserem dritten und letzten Album, Kapitel X. Erstmal kurz vorab gesehen. Guck mal, die haben drei Alben. Drei. Und sind 20 Jahre alt. Krank, oder? Damit verabschieden wir uns von einer unvergesslichen und einmaligen Zeit als die Lochis. Das Schöne ist, dass jedem Ende ein neuer Zauber innewohnt. Und genau das ist, was uns antreibt. Nach vorn zu gehen. Neues wagen. Mutig zu sein. Packen wir es also an und stößen uns in ein neues Abenteuer. Bis du dabei. PS, danke für einfach alles, Heiko und Roman. Sieht man, dass meine Augen glasig sind? Sieht man das? Ein bisschen, aber es geht. Ich muss sagen, ich habe die wirklich mega lang begleitet und ich bin wirklich ihnen mega, mega dankbar, dass ich durch sie überhaupt dieses ganze Social Media für mich entdeckt habe und durch sie auch quasi so ein bisschen zu mir gefunden habe. Ich habe entdeckt, dass ich auch Musik mag. Ich habe entdeckt, dass ich auch gerne singe, auch wenn es nicht so schön klingt. Leute, hatet mich nicht. Ich habe vieles durch die entdeckt. Ich war auf 2, 3 Konzerten bei mir in Hanau. Und wirklich, es war wirklich der Wahnsinn. Und wenn ich daran denke, dass sie einfach ein Jahr älter nur als ich sind, ist es einfach der Wahnsinn, was sie erreicht haben. Und ich bin mega, mega stolz auf die. Und ich werde sie natürlich weiterhin verfolgen. Meine persönliche These ist, dass sie jetzt als einzelne Musiker einfach weitermachen und einfach weiter ihr Ding durchziehen. Oder dass sie einfach zusammen auch noch Songs machen. Eins von beiden wird es wahrscheinlich sein. Ja, ich bin mega gespannt und freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft von den beiden. Und ich kann sie auch vollkommen verstehen, warum sie das alles tun. Ich meine, mit 20 die Lochis zu heißen, es ist ein bisschen verkindlich. Und wenn die erwachsen werden wollen und unter Heike und Roman Lochmann bekannt werden wollen, dann müssen sie halt jetzt damit anfangen. Weil, ja, sie haben auf jeden Fall eine Community, die hinter ihr steht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, mögt ihr die Lochis oder hört ihr die Musik? ETC, was macht ihr, was tut ihr? Ich muss sagen, ich habe sie in letzter Zeit nicht so verfolgt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe mir gedacht, die letzte Box kann man sich nochmal gönnen. Es gibt auch noch ein paar Exemplare, soweit ich weiß, auf Amazon. Deshalb, ja, holt sie euch doch gerne. Und ja, ich werde mir jetzt mal die ganzen Songs anhören und würde sagen, ja, das war's mit dem Video. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.